Hallo, liebe Campingfreunde, herzlich willkommen hier zurück auf unserem virtuellen Door-Out-Campingplatz in unserem Door-Out-Showroom. Heute Abend haben wir das Thema Nähte, Zeltnähte. Ist ja auch ein Thema, was oft sehr intensiv diskutiert wird. Und von daher würde ich einfach gerne mal ein paar Worte drüber verlieren. Wir haben ja schon ein bisschen was darüber gesprochen beim Thema verschiedene Materialien, als es um das Thema Campa-Dometic Pro-Material und das All-Season-Material ging. Da haben wir das Thema Nähte und Nahtdichtheit schon mal besprochen. Aber ich glaube, es ist noch mal eine eigene Sendung wert, auf das Thema einzugehen, weil oft wird über das Thema Undichtigkeit diskutiert. Und wir haben letzte Woche das Thema Schwitzwasser, Kondenswasser behandelt, und das ist ja eine Quelle für eine vermeintliche Undichtigkeit. Dann ist das Zelt an sich nicht undicht, sondern das Wasser bildet sich halt von innen. Aber es kann natürlich auch dazu kommen, dass tatsächlich mal Wasser von außen ins Zelt eindringt. Und ohne jetzt das Thema Materialien nochmal aufgreifen zu wollen, da haben wir das Thema Dichtigkeit schon mal relativ intensiv besprochen. Aber wir haben heute eigentlich überwiegend Zeltmaterialien, die von Haus aus dicht sind, das heißt eine hohe Dichtigkeit aufweisen. Das Thema Wassersäule geht bei Zelten ja oft erst bei 6000 los und ist dann schnell bei 8 oder 10.000 mm Wassersäule. Und das ist dann schon tatsächlich wasserdicht. Wenn man mal überlegt, dass ein Regenschirm so bei 150 liegt, dann ist das schon deutlich, wie viel Wasser so ein Stück Zeltplan eigentlich standhalten kann. Und durch die doch inzwischen sehr ausgereiften Fertigungstechniken ist es eigentlich auch kaum noch irgendwo mal der Fall, dass ein Zelt an sich im Stoff undicht ist. Wenn, dann ist es vielleicht über die Jahre irgendwie gealtert, die Beschichtung beschädigt worden durch falsche Reinigungsmittel oder sowas. Aber dass das Stoff von Werk aus wirklich undicht ist, ist extrem unwahrscheinlich. Das Problem ist, so ein Zelt und hier so ein Luftvorzelt insbesondere besteht aus extrem vielen Teilen. Ich glaube, Wango hat das mal ermittelt, das waren dann um die 2000 verschiedene Teile, die da ineinander greifen müssen, und überwiegend werden die natürlich miteinander vernäht und dann am Ende das ganze Zelt zu bilden. Das heißt also, ich habe viele kleine Teilsegmente, das sind die Fenster, das sind die Zwischenstücke, das sind die Reißverschlüsse, das sind die Dachelemente, das sind die Schlauchmäntel, die am Zelt, an der Zeltaußenhülle vernäht sind. Das sind die Aufnahmen für die Heringe, die Abspannseile. Überall habe ich jedes Mal eigentlich eine Naht. Und das Problem bei der Naht ist, dass ich die festnähen muss. Das heißt, klassisch eine Nadel wird durch den Stoff gesteckt und zieht den Faden hinter sich her. Klingt jetzt banal. Das Problem bei der Sache ist, dadurch, dass ich den Faden ja in der Nadel befestigen muss, oder an der Nadel befestigen muss, sodass es beim Durchstoßen auch noch an der Nadel hängen bleibt, ist das Loch, was die Nadel erzeugt, immer dicker als das Garn, was durchgezogen wird. Und das stellt natürlich dann gerade in der Zeltproduktion oder bei allen Stoffen, die vernäht sind und dann der Witterung ausgesetzt sind, stellt es vor die Herausforderung, die dann wasserdicht zu bekommen. Also nicht mal so sehr das Material an sich, sondern eben diese Löcher, die da gestochen werden, bei jedem Nadeleinstich dann so abzudichten, dass dadurch nicht Wassertropfen den Weg ins Zelt finden und dann natürlich das Zelt eben undicht ist. Das heißt also, eigentlich immer der neuralgischste Punkt beim Thema Undichtigkeit ist eine Naht. Ich glaube, ich habe überhaupt erst ein einziges Mal ein Zelt erlebt, wo tatsächlich das Material in sich undicht war. Ansonsten, wenn es Undichtigkeit gab, dann immer über die Zeltnähte. Vom Grundsatz her gibt es drei Möglichkeiten, so eine Zeltnaht zu schützen. Wir fangen mal mit der einfachsten an. Die ist eigentlich eine rein mechanisch-physikalische Schutz. Das heißt, wir gehen hier mal an das Campa Ace Air All Season. Wir haben hier den Reißverschluss für die Frontelemente, die ich hier raus und reinzippen kann. Und auch die sind natürlich mit einer Naht befestigt. Und dann ist der Reißverschluss, und hier ist sowohl die Naht als auch der Reißverschluss durch so ein überlappendes Stück Stoff geschützt. Das heißt also grundsätzlich, es gibt auch dichte Reißverschlüsse, aber die Reißverschlüsse hier bei den Campa-Dometic-Zelten und bei vielen anderen Luftvorzelten sind nicht in sich wasserdicht. Das heißt, ich habe dann immer diese Lippen drüber, die das Ganze vor Regen schützen. Kann natürlich im Extremfall bei starkem Wind auch passieren, wenn die Scheibe nass ist und der Wind bläst seitlich hier drunter, das Wasser tatsächlich hier drunter gedrückt wird. Ich habe hier noch so eine Barriere angenäht für die Fensterläden, den Reißverschluss. Da müsste das Ganze drüber, um hier hinten in den Reißverschluss einzudringen. Ist schon sehr unwahrscheinlich,
Aber das haben wir durchaus bei ganz widrigen Wetterumständen schon erlebt. Ja, ich glaube, den physikalischen Schutz brauchen wir gar nicht weiter zu erläutern. Das ist eigentlich die einfachste Variante natürlich, um so ein Zelt dicht zu bekommen oder so eine Naht dicht zu bekommen oder auch einen Reißverschluss dicht zu bekommen. Das kann man sich noch relativ leicht vorstellen, ist aber natürlich auch optisch und technisch nicht immer das Optimum. Und wie gesagt, bei starken Witterungseinflüssen ist es empfindlich. Und wenn ich mir mal so ein Dach von so einem Vorzelt vorstelle, da könnte ich auch gar keine Schutzlippe großartig über den Nähten anbringen. Und schlussendlich brauche ich ja für jede Schutzlippe auch wieder eine Naht. Also den physikalischen Schutz von Nähten und Reißverschlüssen sind Grenzen gesetzt. Das heißt, es muss andere Techniken geben. Und dann kommen wir eigentlich auch schon ein bisschen zu dem Thema Zeltmaterial, weil das Abdichten der Nähte hängt eigentlich unmittelbar mit dem verwendeten Material zusammen. Und wir haben ja in der Historie, wenn man so sagen will, der Luftvorzelte, die ja doch seit 5-6 Jahren auf dem deutschen Markt doch massiv im Vormarsch sind, stammt die Entwicklungsidee natürlich daraus zu sagen, okay, wir wollen den Aufbau der Zelte deutlich vereinfachen. Ihr kennt das alle, die Stangenzelte und den damit verbundenen Aufwand, so ein Zelt aufzubauen. Und der Ansatz der Luftvorzelte war es, oder wenn man noch einen Schritt weiter zurückgibt, gab es Leichtbauzelte mit diesem Alugestänge oder gibt es auch immer noch mit diesem Fiberglasgestänge, die mehr oder weniger vor einen Wohnwagen gespannt werden und aus einem relativ dünnen Material sind. Das heißt, dass sie sehr leicht sind und sehr einfach auf- und abzubauen sind. Und, aber natürlich auch lange nicht so robust wie das klassische Vorzelt, was man so gewohnt war, das klassische Volleinzugsvorzelt. Und aus dieser Entwicklung heraus, dieser ganz leichten Reisevorzelte, so ist dann die diengerechte Bezeichnung, leichtes Reisevorzelt, ist dann auch die Anforderungen an die Materialien sind da auch ziemlich genau definiert, aber diese leichten Reisevorzelte, die dann mit einem Luftgestänge zu versehen, was es im Bereich der Familienzelte schon deutlich länger gibt, war dann eigentlich der Ansatz, den Aufbau noch einfacher und schneller zu machen. Das heißt, ich ziehe einfach nur das Zelt ein, steck die Pumpe ein, pumpt das Zelt auf, das Zelt steht. Ja, das war so der Einstieg in die Luftvorzelttechnik. Und es hat sich dann eigentlich gezeigt, dass das Ganze so gut ankam, dass die Zelte immer hochwertiger wurden. Kamper war ja dann so mit der einzige oder der erste Hersteller, der mit einem breiten Sortiment in Deutschland aufgeschlagen ist mit den 300 Denier starken Materialien, also wo man dann von der Haptik her schon richtiges Vorzelt-Feeling hatte. Das war auch so ein Feedback, was wir damals auf den Messen sehr oft gehört haben und was mir auch persönlich genauso ging, als ich das erste Mal ein Kamper-Zelt angefasst habe. Also ich habe dann von der Haptik her gespürt, es ist schon mal, geht schon mal richtig in die Vorzeltrichtung. Dennoch handelt es sich bei den Zelten erstmal im Prinzip um Polyesterzelte. Wie gesagt, den Unterschied hatten wir ja, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen mal in der Sendung sehr ausführlich. Von daher will ich das hier gar nicht weiter erläutern. Aber dieses Polyestermaterial ist im Prinzip ein höherwertigeres Material als dieses ganz dünne Material, was ihr von den Fiberglasgestängen kennt. Halt ein bisschen griffiger, fester in der 300 Denier Stärke, damit auch robuster, windstabiler. Die Zelte in sich stabiler, gerade beim Vorzelt ein wichtiger Faktor. Und ich kann dann halt auch einfach ein bisschen größere Vorzelte bauen. Und die zusammen mit Luftgestänge, das war eigentlich so der Einstieg. Immer noch im Fokus leichte Reisevorzelte. Und dieses Polyestermaterial ist im Prinzip wasserdicht, dadurch, dass es von innen mit einer PU-Schicht versehen ist, die das Zeltmaterial dauerhaft versiegelt. Und auf der Außenseite habe ich noch eine Imprägnierung. Auch dazu haben wir schon mal eine Sendung gemacht, die sorgt dafür, dass das Material nach Möglichkeit gar nicht erst nass wird. Also die Feuchtigkeit schön abperlt, die Feuchtigkeit abgewiesen wird, nicht ins Material einzieht. Und dadurch kriege ich insgesamt eben dann Zelte mit Wassersäulen von 6, 8 und 10.000 mm, also schon wirklich dichtes Material, mit dem ich dann auch widrigen Wetter gut trotzen kann. Das Ganze dann noch kombiniert mit der Windstabilität der Luftzeltgestänge. Das macht natürlich dann wirklich das Ganze relativ sicher für den Urlaub. Bei diesen Zelten, diesem Polyestermaterial, ist es so, dass die Nähte, und das ist im Vorzeltbereich wahrscheinlich eher unbekannt gewesen. Wie gesagt, ich glaube, Leute, die mal ein Familienzelt hatten oder auch so ein Iglo-Wurfzelt, die kennen das ganz gut, diese Nähte. Da kriegt man ja oft schon, wenn man so ein Zelt kauft, quasi ein Fläschchen Nahtdichter mit, damit man, wenn man das Zelt ein paar Mal auf- und abgebaut hat, eben die Nähte mal nachdichten kann. Aber im Vorzeltbereich sind diese getapten Nähte wahrscheinlich eher unbekannt. Wir können uns das mal angucken. Wir haben hier ein Club Air 450 Pro.
aufgebaut und da sehen wir die Nähte hoffentlich ganz gut. Ich hoffe, dass man das erkennen kann hier mit diesem leichten Glanz über der Naht. Das ist wie so ein, sieht aus eigentlich wie so ein Tesafilmstreifen, der hier drüber geklebt ist und die Naht von innen abdichtet. Im Prinzip ist es auch gar nicht so viel anders als ein Klebestreifen. Natürlich wird er nicht einfach abgerollt und drüber geklebt, sondern der wird quasi, ja, wie soll ich sagen, aufgeschweißt. Das heißt also, das ist ein Band von der Rolle tatsächlich, wird über die Naht gezogen und dann erhitzt. Und der Kleber an diesem Band verschmilzt dann sozusagen mit dem Material. Wir haben im Vorfeld mal einen Teil von so einem Zelt. Wir hatten ja in den letzten Wochen schon ein paar Einzelteile von Zelten hier ab und zu mal verwendet. Da haben wir jetzt auch noch mal einen Teil hier vorbereitet. Ihr seht hier im oberen Bereich bei diesem Keep Exits Clear Schild auch wieder das Tape über der Naht. Und das endet hier. Das heißt, wir haben das dann mal ganz bewusst abgelöst. Ihr seht hier noch so kleine Schattenstreifen vielleicht. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ja doch, jetzt sieht man es einigermaßen. Das sind quasi Rückstände von dem Klebematerial. Die kriegen wir natürlich so einfach nicht raus, aber das Band ist hier vollständig abgelöst. Wir haben das Ganze, als es noch im Zelt befestigt war, natürlich auch mal ausprobiert. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Wir haben das Zelt bewässert von außen, erstmal noch mit intakter Naht. Das ist dann quasi der Versuchsaufbau in der Halle. Das ist so ein Kärcher Dampfreinigungsgerät. Damit kriegen wir halt relativ komprimiert und intensiv Luft auf einzelne Wasserdampf oder Wasser auf einzelne Bereiche des Zelts und müssen nicht die ganze Halle fluten. Das ist bei dem Wetter hilfreich, sonst müssen wir jedes Mal raus. Und ihr seht dann auf der Innenseite kommt tatsächlich da kein Tropfen durch. Ist jetzt genau die Stelle, Keep Exits Clear, die da liegt inzwischen. Solange das Nahtband drauf ist, kommt kein Wasser durch. Wir haben dann das mit Hilfe von diesem Wasserdampfgerät auch das Band auf der Innenseite entfernt und das ganze Spiel wiederholt, einfach um das mal zu zeigen. Hier seht ihr das nochmal ein bisschen breiteren Aufbau und in dem kleinen Bildausschnitt könnt ihr auch schon erkennen, wie die Wassertropfen jetzt quasi an derselben Stelle, ihr seht wieder das Schild, ein bisschen da am Rande, wie die Wassertropfen jetzt quasi durch diese Naht durchkommen. Da ist jetzt einfach nichts mehr, was da blockiert und die Wassertropfen drücken durch. Es ist hier auch definitiv ein älteres Zelt, ein benutztes Zelt, was einen anderweitigen Schaden hatte. Von daher, dieses Zelt hat auch definitiv schon mehrmals im Vorfeld Feuchtigkeit abbekommen. Das einfach am besten mal im Hinterkopf behalten, da komme ich gleich nochmal drauf. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben das Nahtband entfernt, dadurch wird das Ganze dann natürlich undicht. Jetzt regnet es rein. Das hier ist so eine, ich sag mal, 1 oder 0 Geschichte, Band ab, logisch, dann ist es undicht. Typischerweise passiert es aber natürlich über die Jahre der Nutzung oder über die Intensität der Nutzung des Verpackens, dass dieses aufgeklebte Band hier belastet wird. Das heißt, es wird gefaltet, gedreht, gewindet, es wird heiß, es wird kalt. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass diese Bänder sich lösen können. Und da haben wir hier drüben, ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen, hier so zum Beispiel so eine eingeschlossene Luftblase, die sich so langsam Richtung Nahtband vorarbeitet. Das heißt also, mit der Zeit kann es hier durchaus passieren, wenn das jetzt noch ein paar Mal hier gefaltet wird, weggepackt wird, dass an der Stelle einfach quasi keine dichte Verbindung mehr von der Naht raus zum Zeltmaterial ist. Das heißt, hier können dann auch Wassertropfen durchkommen. Und wenn es entsprechend regnet, dann kann es passieren, dass es an dieser Stelle dann auf einmal reintropft. Das heißt also, bei diesen auf die Art und Weise abgesicherten Nähten kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie bei Auslieferung dicht sind. Außer es hat jetzt irgendwie beim Verkleben der Bänder ein technisches Problem gegeben. Das kommt in ganz seltenen Fällen auch mal vor. Aber eigentlich ist es so, diese Zelte sind von Anfang an dicht, diese Nähte sind von Anfang an dicht. Es kann über die Zeit dazu kommen, dass eben dieses Band, ermüdet und dann es zu Undichtigkeiten kommt. Das ist im Prinzip auch erstmal kein Beinbruch. Dafür gibt es den sogenannten Seam Sealer auf Englisch. Die meisten Campa Dometic Produkte sind ja noch englisch in der Bezeichnung. Das heißt, ich habe hier einen Seam Sealer mal eingeblendet. Inzwischen gibt es den auch im Campa Dometic Look and Feel. Das ist jetzt noch die alte Campa Dose.
Tube, aber das hat an der Sache nichts geändert. Besteht einmal aus der Tube mit dem Nahtdichter, so ein Aufsatz für die, kann ich hier nochmal kurz für die GoPro halten, für diese Tube, mit dem ich dann das Ganze relativ einfach aufbringen kann. Das macht das Applizieren dann deutlich einfacher. Und noch so einen kleinen Pinsel zum Verreiben. Auch der ist gleich im Set mit dabei. Und mit diesen drei Teilen kann ich so eine Naht reparieren. Ich habe das hier mal vorbereitet, jetzt weiter unten. Da werdet ihr dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel von sehen. Nur, dass es hier wieder ein bisschen anders glänzt. Ein bisschen da so wie oben das Band war. Das heißt, ich streiche das da drüber aus der Tube mit dem Applikator und kann es dann mit dem Pinsel verreiben und einfach trocknen lassen. Ganz wichtig ist, dass das, die Stelle im Vorfeld gereinigt ist, dass da kein Schmutz mit eingearbeitet wird. Dann mache ich das Ganze natürlich relativ wirkungslos. Aber ansonsten ist der in der Anwendung relativ einfach. Wir haben das sogar mal auf einem Treffen der Luftzeitcamper in Bad Rothenfelde live ausprobiert, quasi in einer kurzen Regenpause eingestrichen, und da, wo vorher noch ein, zwei Tropfen durchkamen, war dann beim nächsten Regenschauer dicht. Also das wirkt wirklich gut, ist aber jetzt natürlich nicht unbedingt das Mittel, um jetzt ein Zelt von Grund auf neu zu vertapen. Also irgendwann kommt das auch an seine Grenzen, und auch da bei langer und intensiver Belastung kann das Ganze wieder abbröseln. Das heißt, ist aber auf jeden Fall ein probates Mittel. Und wenn ihr ein Zelt mit getapten Nähten habt, kann es nicht schaden, eine Tube Nahtdichter dabei zu haben. Und wenn irgendwie mal Tropfen durchkommen, dann dort mit Nahtdichter zu arbeiten. Wichtig ist, guckt wirklich gut, dass da Tropfen und an welcher Stelle diese Tropfen durchkommen. Ich kenne es selber, dass man relativ lange dann sucht und gar nicht sicher ist, ob der Tropfen jetzt durch die Naht gekommen ist und dann auch gar nicht genau weiß, welche Naht. Also da gibt es teilweise komplizierte Konstellationen. Guckt da einfach, dass er genau die Stelle findet und nicht unnötig dann das Zelt mit Nahtdichter in Anführungsstrichen bekleistert. Ja, hier ist das losgelöste Band. Auch das kann ich nochmal zeigen. Wie gesagt, es ist wie so ein Klebeband. Fühlt sich auch ein bisschen so an. Jetzt natürlich ohne die Klebschicht, das heißt, damit kann ich jetzt nichts mehr abdichten. Das ist jetzt eine typische Eigenart der Polyesterzelte. Die zweite Möglichkeit, Nähte abzudichten, oder die dritte neben der physikalischen, ist im Prinzip das Quellgarn. Auch das wird relativ oft diskutiert. Quellgarn funktioniert ähnlich wie Baumwollmischgewebe. Das hatten wir auch schon mal in der Sendung. Also es hat einen Anteil Naturfaser, auch bei dem Quellgarn ist es Baumwolle. Es ist ein sogenanntes Coarsebandgarn, das heißt also, der Kern ist Polyester und es ist umsponnen mit einer Schicht aus Baumwollfasern, sodass das Ganze auch bei Feuchtigkeit aufquillt. Und der große Vorteil hier ist, diese Verbindung ist eigentlich sehr dauerhaft dicht, das heißt, das Aufquellen wird ja automatisch dann durch die Lochgröße quasi limitiert. Das Garn quillt auch nicht uferlos aus, also es wird euch im Prinzip gar nicht auffallen, sondern man kriegt davon eigentlich gar nichts mit. In 99% aller Fälle kriegt ihr davon sowieso gar nichts mit. Der Nachteil ist ein bisschen, es kann bei den ersten Bewässerungen, also wenn das Zelt das erste Mal nass wird und im Regen steht, dazu kommen, dass Tropfen an diesen Nähten durchkommen. Wenn wir nochmal in so ein All-Season-Zelt reingehen, dann sieht man auf der Innenseite, dass man hier keinen Tape hat. Das heißt, hier liegt die Naht frei. Da diese Stoffe hier atmungsaktiv sind, wäre das in sich auch widersinnig, sie von innen zu verkleben. Insofern wird hier dieses selbstabdichtende Garn verwendet zum Nähen. Das heißt, solltet ihr hier beim ersten Aufbau und beim ersten Regenschauer vor allem und das erste Mal, dass das Zelt richtig nass wird, erleben, dass ein Tropfen reinkommt oder ein paar Tropfen reinkommen, dann ist das relativ normal. Das Zelt muss dann mal trocken werden und sollte eigentlich beim zweiten Mal schon dicht sein. Auch das haben wir hier mal intensiv ausprobiert, ähnlich mit dem Besprühen, wie wir es eben gesehen haben. Man kann sich das ja erstmal kaum vorstellen, wenn man quasi von innen das Zelt beleuchtet und von außen das Zelt beleuchtet und von innen guckt, dann sieht man ja quasi die Löcher oder die Abstände.
Und tatsächlich ist das so, wenn ich das einmal bewässert habe, dann kamen 2, 3 Tropfen durch und am nächsten Tag, und wir haben es noch ein paar Tage in Folge probiert, ist dann nichts mehr durchgekommen. Das funktioniert eigentlich tatsächlich. Also da gebt dem Zelt in Anführungsstrichen eine Chance. Kann auch unter bestimmten Umständen mal sein, dass es 2, 3 Mal nass werden muss. Aber diese sogenannte Bewetterung ist ja, für dieses Garn eben notwendig. Vorteil auf der anderen Seite ist eben dann, das ist eigentlich dauerhaft dicht und eigentlich auch nicht sehr wartungs- oder pflegeintensiv. Das heißt, da könnt ihr eigentlich den Nahtdichter zu Hause lassen. Aber das Ganze, wie gesagt, muss halt am Anfang einmal aufquellen und das Ganze zusetzen. Dann kommen wir an der Stelle noch mal kurz zu dem zurück, was ich eben gesagt habe. Das Zelt ist lange in Benutzung gewesen und sicherlich schon mal dicht gewesen. Wir haben bei Campa oder Campa Dometic jetzt Zelten immer wieder das Thema, ja, das Quellgarn, das steht in der Anleitung, das muss nass werden, das dichtet sich dann von selber ab. Die getapten Nähte haben kein Quellgarn, sonst wäre das an der Stelle dicht gewesen eben. Wir haben, ja, wie gesagt, es ist ein altes Zelt gewesen, was sicherlich durchaus schon mindestens einmal, aber wahrscheinlich mehrfach nass geworden ist. Und wir haben das Nahtband entfernt und das Ganze war undicht. Das heißt also, das hat nicht von alleine sich irgendwie zugequollen, sondern das Nahtband hat das Ganze dicht gehalten. Warum das in der Anleitung steht, hat einen bestimmten Grund. Es gibt quasi in jedem Vorzelt eine besondere Naht, die besonderen Belastungen ausgesetzt ist, und das ist natürlich die Kedernaht. Also wenn man hier oben mal guckt, die Naht, die im Wohnwagen in der Kederschiene befestigt wird, ja, die stellt ja quasi den Übergang da vom Zelt zum Wohnwagen. Und da kann ich mir natürlich vorstellen, wenn das Zelt jetzt arbeitet, ist das Zelt eine Einheit, der Wohnwagen ist eine andere Einheit, und ich habe jetzt Wind. Und der Wohnwagen verhält sich ja völlig anders als das Vorzelt. Das heißt, das arbeitet an der Stelle unheimlich stark. Und da hat Campa Dometic sich dafür entschieden, diese Naht nicht zu versiegeln. Also egal welches Material, egal ob Pro-Material oder All-Season-Material, diese Naht ist in keinem Fall versiegelt. Da ist kein Dichtungsband drauf. Insofern kann es an der Stelle auch bei Pro-Material-Zelten am Anfang durchaus mal ein bisschen Wasser durchdrücken, aber dieses Garn quillt und setzt sich zu und macht dadurch die Kedernaht dauerhaft dicht. Und beim All-Season-Material ist es ja dann im ganzen Zelt so. Beim Classic-Material übrigens auch, da ist es auch im ganzen Zelt so. Wer noch ein Classic Air hat, der kann das da auch nachvollziehen. Aber die Kedernaht ist eigentlich bei keinem Campa und Campa Dometic Vorzelt getaped gewesen bisher, und ja, ich gehe davon aus, dass es auch so bleibt, aber es hat halt, wie gesagt, den Grund, dass das eine sehr stark beanspruchte Stelle ist. Bei Dorema ist genauso, auch da ist die Kedernaht nicht getaped, auch bei den WeatherTex-Zelten in dem Polyestermaterial ist keine Kedernaht drüber oder keine Kedernaht-Abdichtung drüber. Bei Outwell und Wango ist es anders. Ich habe hier mal ein Outwell-Vorzelt liegen. Da gibt es den Keder hier oben und ihr seht hier dieses Band darüber. Das ist dann aber auch nicht so ein transparentes Band. Wenn man das fühlt, das ist auch eine ganz andere Dicke und eine ganz andere Breite. Ist wahrscheinlich so ein Kevlar-Band, zumindest bei Wango ist so ein Band mit Kevlar-Fasern verarbeitet, eben, dass das diesen robusten Belastungen standhält. Und da wird es dann natürlich dann auch unangenehm, wenn das Ganze sich dann irgendwann mal ablöst, weil das auch nur noch schwierig zu reparieren ist. Ihr könnt natürlich auch die Kedernaht dann mit Nahtdichter bearbeiten, aber das ist dann schon eine relativ intensive Geschichte, und da muss man dann gucken. Gab da auch schon einige Fälle, da musste dann das Zelt tatsächlich getauscht werden. Ist aber die Alternative dazu, dann habe ich aber auch die Gewähr, dass die Kedernaht eigentlich von Anfang an dicht ist. Zum Keder vielleicht auch noch ein besonderes Wort. Ich habe es jetzt hier gerade eigentlich erst in dem Zelt entdeckt, aber das ist eigentlich auch nochmal ein ganz spannender Punkt, der auch immer mal diskutiert wird. Wir haben das ja hier jetzt an einer so einer Messeaufbaurahmen befestigt, das Zelt. Das heißt, der simuliert hier die Wohnwagenwand. Hier hängt dann dieser Stoff drin, der den Wohnwagen symbolisiert. Und dieser Messeaufbaurahmen hat hier oben einen Stoß. Und man kann das jetzt hier schon unschwer erahnen. Dieser Stoß hat natürlich das Potenzial, also ich kann sogar ein bisschen Licht dahinter sehen, dass, wenn es jetzt regnen würde hier drin, dann würde hier Wasser durchkommen. Ich habe logischerweise keine bündige Verbindung von dem Keder bis zur Wohnwagenwand, sondern eben nur bis dahin, wo die Kederschiene befestigt ist. Und hier hätte ich jetzt quasi einen, ja,
Platz für eine Leckage. Und den gibt es auch tatsächlich. Also es gibt durchaus Wohnwageninstallationen, wo man gucken kann, dass es diesen Stoß tatsächlich gibt. Das heißt, die Kederschiene muss ja irgendeinen Anfang und ein Ende haben und irgendwo treffen die sich und im ungünstigsten Fall ist das eben oben auf der Geraden. Und dann kann es sein, dass das nicht abgedichtet ist und da durchläuft. Also das könnt ihr dann auch beobachten, verfolgt die Tropfen zurück. Das hat dann mit dem Zelt nichts zu tun, sondern dann empfiehlt sich es einfach, mit dem Wohnwagen nochmal kurz zum Händler zu fahren. Das ist auch keine große Sache, das an der Stelle abzudichten. Und dann sollte das an der Stelle auch Ruhe geben, was die Dichtigkeit angeht. Ja, wir haben das letzte Mal schon auch ein bisschen Seitenblick immer gehabt zu den anderen Herstellern. Haben wir heute Abend auch schon mal ein bisschen eingeblendet oder angesprochen. Also grundsätzlich kann man sagen, die Polyesterzelte sind mit diesem Nahtband versehen und die anderen Zelte, sage ich jetzt mal, nicht. Wir haben ja das letzte Mal schon mal die Liste eingeblendet. Bei Campa Dometic ist das All-Season-Material, beziehungsweise auch das Classic-Material, was keine Nahtbänder hat. Classic gibt es ja da auch im Familienzeltbereich, das sind dann auch die Polykottenzelte. Das heißt, auch da findet ihr natürlich kein Nahtband, nur an ganz wenigen Stellen. Habe ich auch erst neulich gesehen, dass dann tatsächlich am Übergang Fliegengitter, Fenster das Nahtband bis aufs Material geht. War mir so auch nicht bewusst, aber da stehen dann 2, 3 Zentimeter rechts und links über und da habe ich dann auch tatsächlich Nahtband auf dem Material, aber die eigentlichen Zeltnähte sind auch ohne diese Klebestreifen. Bei den Polyesterzelten ist es so, Dorema habe ich eben schon gesagt, das Weather Shield, WeatherTex Material, auch ein Polyestermaterial, hat diese Klebestreifen. Dann haben wir hier mal ein Seitenteil von einem Dorema Maribor Air. Da finde ich diese Seiten, diese Tapes auch nicht. Wir haben das hier mal hingelegt. Auch da ist das Ganze direkt vernäht. Überall auch der Reißverschluss hier. Auch da finde ich keine Nahtabdichtungsbänder. Ist ja ein Tenkate-Material. Tenkate wird ja auch verwendet, beispielsweise von Wango für die atmungsaktiven Zelte. Das heißt, auch da werde ich logischerweise kein solches Band finden. Dasselbe gilt für Isabella. Auch da werde ich dann das Band nicht finden bei dem großen Luftvorzelt. Auch da die Polyesterzelte, die haben auch da das Abdichtungsband. Ja, also so ist das eigentlich herstellerübergreifend und könnt ihr einfach gucken. Macht euch einfach mal, wenn ihr das Zelt das nächste Mal aufbaut und es vielleicht im Moment gar nicht wisst, weil eigentlich achtet man nicht sonderlich drauf. Guckt einfach mal, wie eure Nähte abgedichtet sind. Und ja, wie gesagt, sollte es bei den Polyesterzelten mit dem Nahtband irgendwann mal Schwierigkeiten geben, ist eine Tube Nahtdichter sehr hilfreich. Könnt natürlich den von Campa mitnehmen für die Campa-Zelte. Dann ist sicherlich gewährleistet, dass das richtige Material aufeinander trifft. Aber ihr kriegt garantiert in jedem Camping-Zubehörhandel, ob am Campingplatz vor Ort, es kann auch ein Trekking Geschäft sein, wo Trekkingzelte verkauft werden. Auch die haben sicherlich Nahtdichter da, weil es einfach ja gerade im Familienzeltbereich gang und gäbe ist, die Polyesterzelte mit der Zeit einfach mal nachzudichten. Ich weiß noch, das erste Zelt, was ich mir dann gekauft habe, habe ich auch Nahtdichter dazu empfohlen bekommen und das jedes Jahr einmal aufzufrischen, habe ich dann in der Form nicht gemacht. Aber ja, also wie gesagt, da ist es ganz üblich. Insofern kriegt ihr das dann eigentlich auch überall. Und könnt euch dann bei kleinen Undichtigkeiten helfen. Ja, solltet ihr ansonsten das Gefühl haben, euer Zelt ist undicht, wie gesagt, die Sendung und Thema Kondenswasser, das ist in vielen Fällen schon mal sehr hilfreich. Wie gesagt, wenn das Nahtband ein bisschen beschädigt ist, einfach mit Nahtdichter behandeln. Das ist einfacher als irgendwas einzusenden oder auszutauschen. Das kann man relativ schnell und unkompliziert selber machen. Ansonsten sprecht uns einfach gerne an. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, es waren ein paar spannende Punkte zum Thema Nähte dabei. Es ja, klingt ja erstmal ein bisschen nach einem eher langweiligen Thema, aber ja, es beschäftigt doch uns und die Facebook-Gruppen sieht man das ja doch immer wieder. Und ja, ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen für euch dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Heute Abend keine Musik hier. Ja, bin selber ganz traurig, aber ich hoffe, dass wir vielleicht nächsten Mittwoch im Anschluss wieder Musik aus dem Studio streamen können.
Sicherlich werden wir nächsten Mittwoch wieder eine Sendung haben. Wir haben verschiedene Themen auf der Liste. Mal gucken, was wir uns davon aussuchen. Es stehen ja auch so Sachen auf dem Plan, wie den Wohnwagen winterfest zu machen. Man will es kaum glauben, aber ja, ist so. Für alle von euch, die aktuell noch in den Herbstferien unterwegs sind, ja, schöne Grüße, genießt die Zeit und kommt gesund und sicher wieder nach Hause. Und ja, schönen Abend und bis nächste Woche. Und jetzt mal alle on the screen. Ich und mein Zelt, ich und mein Zelt.